Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Yoshi's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. So. Nee, nee, nee. 2, 3, 4, 5. So. Zwei, drei, vier, oh, fünf, da sitzen wir wieder an dem. Und nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf und da wieder an dem. Eins, zwei, drei, vier, fünf und hier wieder. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. So, da muss wieder einer hin. Ah, komm, da setz ich auch noch ein. So passt das. Hoffe, die Fackeln reichen jetzt. Ich kann Lust, gerne nochmal loszumachen. Und das müsste eigentlich reichen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, hier nach. Hier hin. So. Jetzt passt das. Jetzt passt das. 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, was? 1, 2, 3, 4. So, in diese Richtung stimmt es auch. Das heißt, hier dürfte jetzt eigentlich gar nichts mehr spawnen können. Oh, hier unten habe ich vergessen. Moment. Noch eine Reihe reinzimmern. Zwei, drei, vier. Nee. Ja, doch, das reicht so. So, von jeder Fackel aus geht 5 Umkreis, 5 in Umkreis spawnt nichts. Das heißt, hier spawnt nichts mehr, gar nichts mehr. Das können wir auch noch ein bisschen gerade schieben hier. Was ganz schön aussieht. Den noch weg. Meine Güte. Merkwürdige Themen am frühen Morgen hier. Am frühen Morgen hier. So. Ach so, mit Schippe ist besser. Leben auf Leben dauert zu lange.
Jetzt haben wir es. Wenn das nachgewachsen ist, also Gras über die Sache gewachsen ist sozusagen, dann sieht das Ganze hier vernünftig aus. Jetzt fehlt natürlich an dieser Stelle noch eine Fackel. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen blöd. Dann setze ich die jetzt einfach hier hin an den Hang. Dann passt das. So. Absicherung steht. Genug Fackeln dürften auch da sein, dass da oben nichts mehr spawnt. Dann dürfte dieses komplette Gebiet hier mobfrei sein, bleiben und was. So, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen landwirtschaftlich tätig werden hier. Denn immerhin wird ja gerade Korn knapp, Viehfutter, das wird ja immer knapp hier. Das heißt, da werde ich jetzt wohl oder übel noch ein bisschen was abholzen müssen. Das hier gibt Farbe. Das ist grün, um genau zu sein. Jo, stimmt. Sieht es. Aber es lässt sich nicht ganz vermeiden. Das ist richtig. Also jetzt auch erstmal eine gebietsweise Absicherung, bis hier weitere Sachen hingebaut sind. Hier kommen ja noch oder sollen ja noch Gehege hin bzw. Felder hin. Und dementsprechend wird sich da natürlich auch an der Beleuchtung noch ein bisschen was ändern. Jetzt erstmal eine Abdeckung, damit da in der Zeit, wo da noch nichts ist, ein Mob spawnt. Ja. Mehr ist das nicht. Also das ist weder, dass das gut aussieht oder so. Das sieht natürlich nicht gut aus. Klar, wenn überall diese Holzpinne rumstehen, aber ändern kannst du es leider nicht. Ansonsten hast du da unten in den Ecken überall, wie heißt es, mindestens die diese komischen Zombies da, die und Skelette. Die sind immer sehr schnell dabei hier. Wow. Zeug drin jetzt. Ich glaube, ich bringe mal eben was weg. So, da wollen wir ein bisschen was abwerfen hier. Die behalte ich. Kakteen behalte ich auch. Alles andere kann einsortiert werden. Jo. Außer natürlich Farben. Farben kann ich da nicht einsortieren. Weil das Lager noch nicht groß genug ist. Und das Farblager, das automatische. So, was brauche ich denn noch? Genau. Eigentlich nichts. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier das Feld leeren. Hoffe, nehmen wir eine Hacke in die Hand. Vorsichtshalber. Zieht ja immer so schnell wieder zu hier. Teilweise hast du gerade mal eine halbe Sekunde das Feld frei gemacht hier, beziehungsweise das eine Feld, ein Feldteil frei gemacht und schon verwandelte sich wieder in Erde. Wahnsinnig. Da zum Beispiel. Cool ist, wenn das ein paar Mal hintereinander passiert. Machst du gerade weg? Da hast du gerade weggemacht und mit einem Mal, zack, wieder da. Ist also, machst Ackerboden draus, hast gerade wieder den Reiter gewechselt unten und schon ist es kein Ackerboden mehr. Also gucken kannst hier. Wow.
Ja, wie gesagt, ich werde das Ganze hier zwar hier nur quasi privat, aber ansonsten auf den Server stellen oder eine Server-Software hosten, so dass ja die Sachen dann auch weiterlaufen, so halt hier der PC nur an ist. Dann sollte das mit dem Wachsen ja auch kein Problem sein. Man kann sie ausmachen, weiß ich nicht, die Videos bei YouTube hochladen oder sonst was und trotzdem läuft das noch weiter. Heißt, die Sachen, die werden dann wenigstens hier mal fertig. Kleiner interner Ruster. Geht schon wieder was. Boah. Das ist immer eine Schufterei hier, dieses Bett leer zu machen, finde ich. Aber muss halt sein. Irgendwie muss ja an die Waren rankommen hier. So, dann haben wir wieder ein bisschen Weizen und Weizenkörner. Oh, was haben wir hier? So, die rote Beet haben wir auch noch im Angebot. Da fliegt die rote Beete durch die Gegend hier. Yeah. Eine halbe Folge Feldarbeit, meine Güte. Der Armer hier. Rest aufsammeln, da liegt noch was. Da auch noch. So. Oh, hat du Möhrchen? Guck mal hier noch ein Möhrchen. Meine Güte. Die waren nicht ganz unwichtig daran oder damit die Einwohner des Dorfes, das ich hier habe, noch zu vermehren. Erstmal dieses Mob-Griefing, was ich ja ausgemacht hatte, da angemacht und habe den dann da quasi den halben Tag Möhren zugeschmissen. Die dann erstmal genug aufgesammelt haben und so ein paar Umstimmen kommen. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
einfach bei YouTube nicht auf. Aber YouTube an sich ist ja eigentlich eher, wäre ungewöhnlich, wenn das weg wäre, sage ich mal. So, guck mal. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier können wir uns auch noch holen, beziehungsweise Zuckerrohr. Ja, kann ja sein. Gerade irgendeinem Grund, dass der Service gerade aus irgendeinem Grund gestört ist. Das ist schon möglich. Dann wird das wahrscheinlich auch so sein, weil ansonsten funktioniert entweder alles oder nichts. Das ist ja meistens. Wenn dann eine andere Störung vorliegen würde, dann gehe ich mal von aus, dass das dann wahrscheinlich an der YouTube-Seite liegen wird. Da bei dir gerade nicht geht. So, hier müssen wir nochmal durch. Einmal meinen ersten jemals gebauten Weg hier im Hochmarschieren. So. Ist hier oben überhaupt nicht, ne? War zu kalt hier wahrscheinlich. Oder ist das fertig? Doch, scheint fertig zu sein. Waffen scheint auch fertig zu sein. Schön. War gar nicht so aus, gar nicht so hoch gewachsen aus, die Dinger. Na gut, Kartoffelpflanzen sind ja auch nicht allzu groß normalerweise. Oder wachsen ja normalerweise nicht allzu hoch. Passt eigentlich dazu. Die Relation zu den Möhren zum Beispiel. Oha, so, aber wieder einer schneller wie ich. Jetzt passt das. Kann ich auch nicht. Und bitte. So. Wie tendenziell stark rückläufig hier. Meine Güte. Gut, ne? Ich finde die gut. Nein, das ist eine Gesamtplaylist, die ich da habe. Und da habe ich alles gemischt drin, alles mögliche gemischt drin. Unter anderem auch dieses halt. Nee, nee. Habe ich nicht. Da sind auch eine Menge andere Sachen drin. So, das sieht doch gut aus. Wenn wir jetzt ein bisschen die Viecher füttern gehen. Anschließend sollte die Menge der... Oh, aber. Ich will doch einfach mal einen Hintern, du. Skelett, du. Was? Kommt der her?
Hallo? Bist du denn gespawnt? Komm, erzähl. Sag mal dem Onkel in das Ohr rein. So gar nicht. Habe ich noch irgendwelche dunklen Ecken hier? Meine nicht. Kann höchstens sein, dass der oben von den Bergen da vielleicht kommt. Der da oben noch irgendwo drauf gespawnt ist. Will ich mir noch angucken. Na gut. Sollte eigentlich alles frei sein hier. Unglaublich. So, ein paar Kartoffelchen für die Schweine gleich. Und was brauchen wir noch? Genau. Das brauchen wir für die. Ich? Wo jetzt? Echt? Ja, Zufall. War keine Absicht, wenn das so ist. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, muss ich sagen. So, wie sieht es denn hier aus? Also hier werde ich jetzt erstmal mit einem, wie nennt man das? Sample-Schlamm. Einmal zu. Fackel ab, also da. So. Passives Hühnerschlachten. Die Pferde gucken schon. So, jetzt passt das. Wieder ein bisschen Platz machen hier in den Gegend. Das ist ja schrappvoll verlieren. Das Schöne ist, jedes Mal, wenn so ein kleines Vieh dann wieder geboren wird, dann hast du erstmal direkt ein paar XP drin. Die drücken aber ganz schön hier vorne, ne? So, hier machen wir jetzt auch mal ein bisschen blaue Wolle. Paul Hanse, danke fürs Followen. Herzlich willkommen am Hexenkessel. Warum kommt von hier? Das mal hallo, genau, guten Morgen. Wieso kann ich? Ach, ich hab wieder die ganzen Eier eingesammelt. Ja, super. Ja, dann ist klar, dass ich hier keinen Platz habe für die. Was ist denn jetzt? Wirklich scheiße. Ach so, die liegt wieder nicht über den Zaun. Na gut. Mit leicht und so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, bei den Roten machen wir es selber. Ganz voll hier. Ja, Wahnsinn. Wegwerfen. So. Passt.
Das passt auch. Jetzt die Weißen. Von den Weißen habe ich gar nicht so viele, stelle ich gerade fest. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Oh, ah. Nee. Vieh sieht anders aus. Nur noch 4 Stück. Jo, dann hauen wir jetzt erstmal hier noch ein bisschen was hinein. Vorne. Ein an die Futterkrippe. Feinkorn. Oh, muss das sein. Hier bitte. Ah, hier ist noch was. Nö, habe ich schon erwischt. Auch nicht. Ja. Ist natürlich maßlos überfüllt mit allem Zeug hier. Da eben wegbringen. Das geht schnell. Und zwar. Einmal so. Die behalte ich mal nochmal. Rote Beete sagen, fressen die Hühnchen auch. So. Die rote Beete kommt weg. Weg. Kartoffeln behalte ich einpacken. Weizen behalte ich auch noch. Fleisch bleibt hier. Wolle kommt weg. Zuckerrohr kommt weg. Und Feder. So. Das sagt tschüss. Rest kommt in den Ofen. Obwohl. Mach das doch mal ganz simpel. 1, 2, 3. Ab in den automatischen Ofen, dann wird das wenigstens, dann wird das von selbst fertig und wandert danach automatisch ins Leben. So, die Farbe noch rausschmeißen und gehen wir wieder rausfüttern. Der Ruckel. Hühnchen haben wir schon versorgt, dann sind jetzt die Rinder. Als erstes mal Grundversorgung in Dezimieren. Viel zu viel für diese kleine Weide hier. Oh, Entschuldigung. War keine Absicht. War mit dem Schwert. Fährt jetzt hoffentlich gut. Mensch. Wollte ich gar nicht. Ah, Tier.
So, hier gehen wir nochmal einmal mit der Sense durch. Das ist mein Gemischtgehege. Die Farbe Orange fehlt irgendwie. Die habe ich wohl alle gekillt. Okay. Das Coole an der Sache ist, wenn du die Schafe vorher anfärbst und die so vermehrst, dann brauchst du nur einmal die Farbe. Für das Grundschaf sozusagen. Und den Rest, der gibt sich ganz von allein. So. Mal wieder hinein. Alles so Tricks, die mir die lieben Leute so beigebracht haben. Hauptsächlich die Follower. Ja. Und jo. Zum Teil natürlich auch so quasi Durchreisende, sag ich mal. Mal Hallo gesagt haben und gesagt haben, du kannst das noch machen. Boah. Klappt gut. So. Okay. Das haben wir auch wieder gemacht. Puh, Landwirtschaft powert. Hammer. Hey, ist fast eine halbe Stunde gedauert, hier den ganzen Käse abzuernten und die Viecher zu füttern. Mein Server. Da das hier im Moment kein Server ist, wird das schwierig. So, ist das. Also nein, hat noch keinen. Wieso? Bist du beste Absicht? So, dann gucken wir nochmal. Das kommt alles runter, genau. Oh, hoppala. Schmeiße ich jetzt auch da oben rein. Das darf alles automatisch auf dem Grill hier. Ups. So, das tickt jetzt alles automatisch durch den Ofen. Wandert durch diese Truhe und landet unten im Lager. Ich habe sowieso jetzt schon mehr Fleisch, wie jemals hier verspeisen kann wahrscheinlich, aber vollkommen egal. Wo ist das? Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.